Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge OMSI 2. Ja, was ist hier denn los? Warum sind wir auf meinem Desktop? Ja, ihr seht schon, der Advanced Omnibus Driver von PDP. Ich habe vor geraumer Zeit mal einen Key für eine kostenlose lebenslange Version bekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber noch kein OMSI gespielt. Als Let's Play gemacht, weil mein PC ja so schlecht war. Ich habe damals dann mit dem Philipp, so heißt er, die Vereinbarung getroffen, ich fange mit AOD an, wenn mein neuer PC da ist. Der ist jetzt schon knapp einen Monat da. Und ich habe 20 Folgen OMSI jetzt erstmal so gedreht. Ab jetzt geht es mit dem Advanced Omnibus Driver. Voraussichtlich nicht immer. Also es wird immer so wahrscheinlich 20 Folgen Advanced Omnibus Driver geben, 10 normal oder so. Oder auch mal eine Folge zwischendrin, fällt dann mal aus der Reihe. Ich will jetzt aber erstmal nur noch mit dem Advanced Omnibus Driver spielen, weil der Karrieremodus ist davon so genial und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir gehen hier auf den Singleplayer Add-on Manager. Also es kostet ein bisschen, ich glaube, die Jahres- oder die Lebenslizenz kostet 2 Euro. Und dafür fügt er aber einfach richtig viel hinzu. Ich habe das schon so ein bisschen eingestellt. Wir können hier zum Beispiel, wenn wir in den Einstellungen sind, können wir Liste der ignorierten Karten. Da wäre zum Beispiel drauf die Autobahn-Map, die Frenkel-Challenge, Römerberg, Ruhau, SCC-Version 16, Straßenbahn, Städtedreieck, Langwiesen muss ich noch reinmachen. Liste der ignorierten Busse, welche Busse ich nicht im Let's Play haben will. Die Stadtbusse muss ich mal kurzzeitig rausnehmen, weil ich das Add-on jetzt nochmal per Steam aktivieren muss. Den Line City, das sind halt so die Busse, die ich nicht da drin haben möchte. Den auch noch rein. So, und wir machen natürlich leicht. Wir sind ja eine Pussy. Wir sind ja Simulatorenspieler. Accountverwaltung und also was. Passwort. Du hast eine lebenslange Lizenz. Und wir gehen in den Singleplayer und starten im Karrieremodus. Du kannst dich an folgenden Orten bewerben. Also, wo wollen wir denn anfangen? Also auf Wuppertal 30% zu machen wäre natürlich einfach, aber das Problem ist, auf Wuppertal gibt es aktuell noch gar keinen Fahrplan. Gladbeck werde ich nicht machen. Baumgarten 30%? Ne, machen wir mal Neuendorf 45%. Bewerbung in Neuendorf. Du hast dich in Neuendorf beworben. Bevor du angenommen wirst, musst du folgende Testfahrt mit mindestens 45% machen. O305 Standard Schaltwagen. Linie 301, Umlauf 1. Okay. So, jetzt warten wir. Gut, wir gehen einfach auf Start. Hier oben ist so eine Leiste, da können wir uns gleich Informationen einblenden lassen. Das muss offen bleiben. So. Das Ganze wird jetzt nicht mehr mit Fraps aufgenommen, weswegen ich Fraps auch schließen kann, sondern mit OBS. Und gut, wir machen den Bus an, Motor an, Scheibenwischer an. Gut, was ist denn jetzt nochmal unser Fahrplan? Unser Fahrplan ist die 301. Ibis hatten wir hier drin nicht. Also F5.
301. Nach Freiberger Ring. Freiberger Ring, Freiberger Ring. Da. Gut. Tür geht auf. Hintere Tür geht auch auf. So, wir fahren jetzt mit Schaltwagen. Das wird etwas schwieriger. Weil ich normalerweise keinen Schaltwagen fahren kann. Das heißt, ich werde den heute öfters wohl abwürgen. So, die hintere Tür muss natürlich nicht auf. Und wir machen eine Tageskarte. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Nein. Ein Fahrschein bitte. Fahrschein. Dankeschön. Bitte sehr. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Für 0,70. Und dann mit einem 10er bezahlen. Kleiner hast du es auch nicht, ne? Ach, warum habe ich denn jetzt die hintere Tür geöffnet? So, jetzt schalten wir nochmal 2 Minuten vor. Ein Kind will noch rein. Komm schnell rein. So, Bewerbungsfahrt. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir keinen Fehler machen. So. So. So, wir hoffen, dass wir das einigermaßen gut überstehen. Ja, das ist zum Beispiel so ein... Ja, was macht Omsi denn hier? Da müssen wir mal Trick 17 mit Selbstüberlistung anwenden. So. Jetzt müssen wir hier erst nochmal warten. Rochusbrücke. Ja, das dürften wir hinbekommen. Also ich hoffe es zumindest. Was ich gerade noch mal gucken muss. Ich wollte schon sagen, wo ist denn das? Hallo, du sollst im Vordergrund bleiben. Will nicht in den Vordergrund. Was ich da noch falsch mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall fahren wir mit dem AOD.
Hallo. So. So. So, zweiter Gang. Ich sag ja. So, hier links. Neuendorf. Ach so, ja. Cool, ne? Also dieser Stau gefällt mir. Wenn das Fahrzeug jetzt noch in mich reinfährt. Kannst du nicht einfach ein Stück zurückfahren und mich durchlassen? Das wäre am schönsten. Nach da. Gut, jetzt darf ich hier auch endlich mal rüber. Ich sag ja, mit Schaltwagen kann ich nicht fahren. Sofort, ich mache mal eben das automatische. Ach, da ist es, ist sogar die automatische Kupplung an. Gut. Mit der automatischen Kupplung kann ich doch ein bisschen besser fahren. Oh, wir sind mit einer offenen Tür gefahren. Ui, 47 Fahrgäste haben wir schon drin.
Interessant. So, nächster Halt ist das Rathaus. Gut. Alles einsteigen. Hinten alles aussteigen. So. Das ist hier ein Stoppen und Rollen. Stoppen und Rollen. Es ist schlimm mit dem Omsi. Beziehungsweise mit Schaltwagen. Ich hasse Schaltwagen. Ich werde natürlich auch in der Fahrschule auf Schaltwagen lernen, aber mein Wagen wird ein Automatikwagen. Das soll noch mal einer sagen, wir Kinder. Oh, jetzt habt ihr gerade mein Steam-Overlay gesehen. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Gibt's ja nicht zu sehen. Gut. Komm schon. Ampel. Bleib länger grün. Ich will noch über diese Grünphase drüber. Nein. Ich lass dich aber nicht, Bus. Cool. Also eigentlich, das müsste ich wirklich mal so machen. Ich müsste mir so eine Bild mitnehmen. Wirklich so diese. Eigentlich will ich für diese Zeitung gar keine Werbung machen, aber ich müsste mir so eine Bild nehmen und dann so im Let's Play Zeitung lesen an so einer Ampelphase. Das wäre genial. Habe ich leider gerade gar nicht hier. Ich könnte euch aus der Bedienungsanleitung von meinem Mainboard vorlesen. Aber ich glaube, das ist nicht so interessant. So, jetzt haben wir wieder grün und ich hoffe, wir kommen diesmal drüber. Wisst ihr was? Ich scheiß drauf. Wir haben jetzt schon knapp 5 Minuten Verspätung. Weswegen? Wegen den Grünphasen. Hallo. Hallo. Wehe, ihr meckert, dass ich zu spät bin. Gut. Das müsste die 11 sein. Ja.
Nein, da ist die 1. Nächster Halt. Bonifatiuskirche. So. Hier ist sie ja auch schon. Weiter geht's. Ich weiß, es ist nicht so gesund, im zweiten Gang anzufahren. Das hört man vielleicht auch an den Motorgeräuschen. Ja. Nee, aber das Tool hier der AOD ist einfach nur genial. Ich frage mich zwar aktuell, warum es noch nicht dauerhaft eingeblendet ist und woran das liegt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu fahren. So. Ich fahre jetzt nicht rechts ran. Lauf über die Straße, wenn du einsteigen willst. Nein, er will nicht einsteigen. So, nächster Halt ist die Heinrich-Heine-Straße. Ich fahre hier mit lockeren 50 Kilometer lang. So, Tickets verkaufen, während man anfährt. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Schlüsselwiese. Ups, da stand sogar einer. Und wir hatten einen Haltenswunsch. Oh. Ja, aber es ist jetzt gerade hier in Realität 1.01 Uhr, wo ich das hier aufnehme. Ich lege mal wieder eine Nachtschicht ein. Also ich habe jetzt Urlaub. Und ja, da meine Großeltern zu Besuch sind, ist das jetzt so aktuell die einzige Zeit, in der ich ungestört bin.
Neben meinen Eltern als Plagegeist kommen jetzt also aktuell auch noch meine Großeltern dazu. Tierpark, okay, wir sind schon so gut wie am Ende. Ja, ich bin geistig bin ich schon am Ende. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten 2 Tage, 3 Tage über 4 Omsi-Folgen aufgenommen. Unter anderem jetzt in der letzten Folge, in der 20. Kreuztal. Da weiß ich noch gar nicht, wie ihr darauf reagiert habt. Lasse ich mich ja echt überraschen. Es will nur einer aussteigen. Das heißt, wir werden es ganz einfach machen. Wir werden einfach so langsam fahren, dass die trotz Fahrt aussteigen. So. Braunschweiger Straße. Hui, ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ey, das füllt den ganzen Bus mit so einem blauen Licht. Komm schon, das ist noch tiefengelb. So, jetzt ist die nächste Haltestelle die Hochwaldstraße. So, jetzt fahren wir hier kurz rein. Oh Gott, der fährt ja schlecht. Ich werde es euch sagen, ich werde diese Probefahrt nicht bestanden haben. Hochwaldstraße. Ach, wir sind wirklich nur noch 3, 4 Haltestellen vom Ziel entfernt. Wie urteilen die Leute denn aktuell? Ja, wir haben uns auf 15% verbessert. Aber dazu zählt ja auch der Fahrscheinverkauf und also was. Also es geht ja nicht rein nur um den Fahrstil. Weil dann hätten wir hoffnungslos keine Chance. Schnell durch. Bekomme ich noch was zurück? Danke. So. Dreihunderteins. Hier rein. Nächster Halt Waldsee.
ist da hinten. Sie da hinten auch raus. Beeilen. Beeiler sich. Luftschiffplatz. Kommen Sie schnell rein. Einen Einzelfahrschein, bitte. Luftschiffplatz. Was kommt danach noch? Freiberger Ring, Ankunft, Abfahrt. Okay. Also wir sind jetzt gleich am Ende und dann gucken wir mal, ob wir auf Neuendorf angenommen wurden. Und man kann sich dann auch immer im Laufe der Zeit Busse dazu kaufen. Huiuiuiuiuiui. Freiberger Ring, da hinten eine Ankunft. Und dann müssen wir noch zur Abfahrt hinfahren. So, das hätten wir. Und jetzt gehen wir auf Fahrt abschließen. Ja. Gesamt 84% sind wir gefahren. Haltestellen 80 Punkte. 81 Punkte, minus 7 Punkte, 36 Punkte, 58 Punkte, Fahrgastkomfort 91,43%. Also da ist irgendwas falsch. Fahrstil. Achso, ja, das war unser Fahrstil. Gut. Prüfung bestanden, ja. Durchschnittlicher Spritverbrauch 25,2 Liter pro 100 Kilometer. So, damit hätten wir die erste Tour geschafft. Wir sind auf Neuendorf angestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und bye bye.